Hallo Leute, ja, wir sind hier unterwegs. Forschung ist angestoßen für den CO2-Sprudler, aber die Wassersprudler und ja, die bauen jetzt hier schon einiges. Das ist aber was anderes. Da hat man einen Wasserkanister, an den Kanisterfüller ist das, der dann da automatisch auch läuft. Müssen wir mal gucken, wie wir da mit dem Zeug hinkommen, ne? Das CO2, wo wir das lassen dann. Der Wassersprudler braucht das, ja, der muss aber erst erforscht werden. Ich denke, den können wir da einstellen. Ich würde mal sagen, wir gehen mal auf Großbild, damit ihr mehr seht, ne? So, also, da war das schon mal geklärt. Forschung sollte laufen. Oder nee, läuft gar nicht, oder was? Oder ist es schon fertig? Nee, ich habe die doch letztes Mal angestoßen, oder? Vertue ich mich? Oder ging die so schnell fertig? Nein, bestimmt nicht. Wo war jetzt der Wassersprudler? Da. Ist doch jetzt hier an, oder? Aber wieso war, ist dieses Symbol hier? Ach so, das ist gar nicht. Zu wenig Ressourcen, okay, ja, das ist gar nicht keine Forschung an, sondern zu wenig Ressourcen, viel Wasser oder sowas wahrscheinlich, ne? Okay, aber halb so wild, das kriegen wir auch noch hin, denke ich. Was ist das? Ein Pip-Ei, okay. Warum liegt hier ein Pip-Ei rum? Was macht denn noch Pips? Waren die gut oder waren die schlecht? Index, ne, Pip-Index brauche ich nicht. Waren das nicht diese Strubbelviecher? Ja. Pips sind lästige, friedliche Tiere, die sich von Fingerschutzschilf und den Zweigen von Adlerbäumen. Okay, nee, den will ich hier nicht. Der frisst mir mein Holz auf. Okay, das mit dem Boden, Samen vergraben ist ja ganz nett. Geben Fleisch, okay. Aber der Rest, weiß ich nicht. Muss ich jetzt nicht haben, ne? Was kommt denn da raus? Erde? Erde, okay. Die machen halt Erde, ne? Bringt mir jetzt nichts. Ich würde jetzt tatsächlich das Pip-Ei dann mal hier bearbeiten, oder? Nee, für immer nicht. Quatsch. Ich weiß nicht, ob ich zwei Pip-Eier habe, aber ihr könnt das ja erstmal hier knacken. Matschriegel brauchen wir nicht. Eingelegte Mahlzeiten werden hier produziert. Dafür fehlt es aber an irgendwelchen Rohstoffen, ne? Zu wenig Ressourcenfleisch, okay. Und Omelett. Zu wenig Ressourcenfleisch. Ach so, hierfür, ne? Dann mach das mal weg, oder? Ja. Also das kann er ruhig machen und das. Ja, will ich jetzt nicht machen, ne? Also können wir da machen, wenn das Ei gemacht ist, aber mehr auch nicht. Da gibt es jetzt was zu essen, das passt schon mal. Jetzt gucken wir mal gerade hier so ein bisschen durch. Aber wir müssen hier definitiv mal ein bisschen aufräumen. In den Zimmern hier, bei denen vor allem, ne? Aber ist schon alles aktiv, sehe ich gerade. Und irgendwann ist schon wieder was voll, oder was? Weil da ist doch alles weg, ne, oder? So, und da müssen wir nur gucken, welcher hier voll ist. Und nur beim Aufräumen. Erde und Ton. Kommt da wieder rein dann. Großlager davor, ne? Oder wie war das? Was denn jetzt hier drin? Da ist alles drin. Sieht so aus, oder? Ja, das ist jetzt auch nicht so cool, oder? Ich weiß jetzt gar nicht, warum das da alles drin ist. Tiereier müssen da nicht rein. Sind die da wahrscheinlich noch am Liegen, ne? Und vergammeln dann oder schlüpfen da oder so? Keine Ahnung. Komm, dieses Absylalit oder was das ist, können wir da mal reinmachen. Aber wir haben bestimmt jetzt hier irgendwo Stellen, wo noch was liegt, wo wir wissen, dass das da noch rein muss. Was ist das? Sandstein kann da noch rein. Ist hier was ausgewählt? Ja.
Aber Sandstein ist hier, war das nicht ganz oben hier? Filtermaterial? Nee, ne? Nee, das war nur Sand. Nee, das wollte ich nicht da rein haben. Sandsteine sind Rohmineralien. So, da haben wir da auch Platz für gefunden. Jetzt müsste das hier alles weggetragen werden können, ne? Das sieht doch erstmal gut aus. Aber hier liegt noch was, was nicht geht. Granit geht nicht, okay. Wo waren sie jetzt, die Kanister? Hier, dann kommen Granit geht dann da auch noch, oder? Ist das hierbei? Nee. Doch, ist auch dabei. Warte, machen wir das so. So, jetzt kann alles an Steine da rein. Das passt noch, würde ich sagen, ne? Hier sieht es jetzt bald so aus, als ob der Lagerbehälter hier mit dem Eis nicht mehr unter Wasser ist. Das war doch Eis, ne? Ja. Aber ist auch nicht schlimm, dann taut das da halt auf, ne? Das soll ja auch auftauen. Warum ist hier nicht verbunden? Weil da die Leitungen noch fehlen. Okay. Irgendwo waren wir doch hier dran, ne? Ja, okay. Machen wir da Prio 6, damit das ein bisschen vorangeht. Und dann müssen wir das da mal zubauen. Die Keuchwurz läuft. Hier geht es weiter, aber da oben ist ja noch nichts zu sehen dann. Das passt erstmal, würde ich sagen, der Schacht. Müssen wir den noch haben? Weiß ich nicht, die Schleuse. Das ist hier ein Puffprinz, okay. Und da ist auch noch ein Puffprinz, wow. Und hier ist noch ein Blitzblankpuff, okay. Da könnte mal wieder einer rein, oder? Aber blitzblank haben wir keinen wahrscheinlich, ne? Stein-Hatchling-Ei. Okay. Was macht denn Stein-Hatchling? Kann ich das hier nicht auswählen? Sieht wohl nicht so aus. Stein-Hatch. Hinterlässt Fleisch, Ernährung, Sedimentgestein, bringt uns was? Ah, Kohle macht er, okay. Magmatit würde er Kohle raus. Er macht immer Kohle, er macht immer Kohle, egal was. Ah, nee, das wollte ich jetzt gerade nicht. Kupfererz, Goldamalgam, nee, der isst mir aber dann zu viele verschiedene Sachen. Vielleicht ist das nicht gut. Ne, den will ich gar nicht haben, wahrscheinlich. Der tut mir meine guten Ressourcen nachher auch noch aufessen, ne, oder? Hier wird jemand geputzt und dadurch kriegen wir hier ein Level Up. Auch sehr schön. Das würde ich ja jetzt mal gerne hier auch vorantreiben, dass hier das Chlor kleiner gemacht wird. Wie sieht es denn mit Essen aus? 30.000. Okay, das geht noch. Was ist das für ein Lagerbehälter hier? Was ist da drinne? Sand ist da drinne. Schmeiß mal den Sand raus. Und das soll da unten hin, ne? Aufräumen. Ist da noch mehr hinter jetzt? Filter nicht eingestellt. Ach so, das von dem da. Aber warte, dann können wir den auch abreißen, zerlegen. Den brauchen wir da nicht, den wollen wir da nicht. Gut, wie sieht es denn mit Sauerstoff aus? Das war ja auch so ein Problem, ne? Okay, das ist immer noch nicht weiter unten. Ah doch, ich glaube, es ist ein bisschen runter. Wir hatten schon bei den Pflanzen hier voll rot, ne? Das ist, glaube ich, doch ein bisschen besser. Ah ne, da sind die Pflanzen. Vielleicht ist es doch noch nicht besser, ich weiß es noch nicht. Wir müssen gucken, wie wir es hinkriegen. Aber hier müssten wir auch dann diese Waschanlage machen für, ne? Ja. Kanisterfüller. Aber wofür sollten wir Kanister jetzt füllen, ne? Für unsere Forschung. Ist die schon fertig? Ne, ne? Wo ist denn unsere Forschungsstation da? Zu wenig Ressourcen. Wasser fehlt. Haben wir keine Pumpe, keine Handpumpe mehr? Ich glaube, wir haben keine Handpumpe mehr. Kann das sein? Das ist schlecht. Aber hier steht doch noch Wasser. Wir können das doch mal gerade aufwischen, oder? Wenn wir keine Handpumpe haben, haben wir ein Problem, oder? Können wir das auch aufwischen? Nee. Wir haben sowieso ein Wasserproblem, würde ich sagen, oder?
Haben wir denn irgendwo anders noch Wasser? Hier ist ein bisschen sauberes drin mit dem Dreckigen zusammen. Hier ist auch noch ein kühles Biom. Ja, hier kann man gar nicht weiter, sehe ich gerade, oder? Da müssen wir noch was anderes graben hier, damit es weitergeht. Verschmutzter Sauerstoff, der ist hier überall, aber das ist nicht schlimm, weil es hier hinter den Dingens ist, sag schon. Hinter den Masken. Hier ist überall verschmutzter Sauerstoff auf der Seite. Und der wird hier hinten reingepumpt, ne? Aber die essen den ja auf, ne? Und hier ist immer noch alles schmutzig, nicht aufgeräumt. Es wird immer mehr, was nicht aufgeräumt ist, oder? Steinhatchling-Ei, Lager nicht verfügbar. Warte, dann gehen wir doch hier hin und der soll das da. Wo ist es denn jetzt, die Küche? Ah, da. Auch aufmachen. Pip ist durch, ne? Ja. Und da machen wir doch mal ein, zwei Omelettes dann, oder? Vielleicht geht das ja, weiß ich nicht. Vielleicht essen die Eier auch so, kann auch sein, ne? Hier fehlt Sauerstoff, sagt er. Bei den Masken. Lüftungsoverlay. Okay, reinkommen tut aber noch was. Und hier kommt nur Sauerstoff momentan rein. Das sieht doch schon mal gut aus. Die Maske ist aber okay. Er setzt eine Maske doch auf, oder? Ja. Okay, dann sind die nicht voll, aber die können trotzdem benutzt werden, ne? Passt schon. Und hier haben wir genug Sauerstoff zur Ernährung der Dingens hier, Pufflets. Pufts. Oh, jetzt schmeißt er gerade schon Oxidit hier wieder hin. Ja, das Oxidit, das müsste man natürlich hier automatisiert raus haben dann, ne? Da ist unser Problem zu suchen auch. Beziehungsweise wir müssten hier Wasser haben, ne? Haben wir hier, was ist denn jetzt für einer hier noch? Kompaktpufflet. Glücklich, zahm, hungrig, winziges Baby. Ernährung ist Sauerstoff, Ausscheidung ist Oxidit auch, okay. Macht die denn auch Oxidit? Die macht noch kein Oxidit, ne? Ausscheidung, doch, auch Oxidit, machen nun verschiedene Dinge. Aber wir haben ein Top-Ding da, ne? Aber da müssten wir hier Wasser drin haben, fällt mir gerade so ein, damit das funktioniert, ne? Oder wie war das? Ja, dann würde das Oxidit auch bleiben, ne? Unter Wasser. Ja, das ist jetzt ein bisschen schwierig. Da ist jetzt Bleichstein auch. Okay, wir müssen hier noch ein bisschen was dran erarbeiten, dass das besser wird, würde ich sagen. Ne? Da müssen wir hier mal umbauen, sozusagen. Die Tür müssen wir wahrscheinlich eins höher setzen. Diese Tür muss eigentlich zu. Beziehungsweise können hier einen Endstein hinsetzen. Der kann da gebaut werden. Das ist ja kein Problem. Und hier müssen wir die Tür nochmal umändern. Das müssen wir mal schauen. Wie machen wir das am schlausten? Ich denke, wir setzen erstmal hier eine einfache Tür dahin, oder? Nee, das wäre doof. Nee, einfache Tür machen wir nicht. Mach Abbruch, das bringt nichts. Wir müssen da schon eine Schleuse hinbauen, wenn, ne? Automatikschleuse, kann das ja auch ruhig sein. Dann müssen wir da drüber. Ja, wir setzen das nachher um. Wir bauen da einfach nur die Schleuse erstmal hin. So wird es sein. Und da unten machen wir das gleiche nochmal. Da gibt es auch eine Schleuse. So kriegen wir das erstmal hin, oder? Aber wenn wir schon eine Schleuse nur machen, eine Automatikschleuse, braucht das jetzt nicht sein. Die ist ja viel zu teuer. Dann können wir eine einfache Schleuse erst nehmen. Die manuelle, weil wir bauen die andere Schleuse da wieder hin. So, das war voll die Fehllandung. Nochmal das Ganze. Nochmal die manuelle.
Ja, lass das erstmal bauen. Ja, ich glaube, wir müssen das trotzdem zumachen, ne? Sonst funktioniert das alle irgendwie nicht. So, den machen wir mal Prio 7, 6. Ne, 7 passt schon. Und den Stein machen wir Prio 6. Dann sollte das doch eigentlich schneller laufen, oder? Dann sieht das doch erstmal gut aus, oder? Vertue ich mich. Hier, der kann auch auf 6. Und dann müssen wir gucken, dass wir das Bleistein und Oxidit hier retten können, oder? Der hat hier schon keinen Sauerstoff mehr. Das ist schlecht, ne? Und diese Schleuse hat keinen Strom. Das ist ganz schlecht. Strom, 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 Strom da. Strom da. Okay. Passt erstmal, oder? Weil die geht ganz langsam nur, ne? Dann graben wir hier mal noch ein bisschen weiter. Und hier können wir schon so weit graben, oder? Machen wir mal so. Das ist hier nur verschmutzter Sauerstoff, das ist nichts Schlimmes. Würde ich jetzt tendenziell sogar dazu neigen, hier nochmal sowas zu bauen, weil das funktioniert so ein bisschen, oder? Wir müssen nur halt das Bleistein bzw. das Oxalit dann hier rauskriegen, ne? Also ich finde es jetzt nicht schlecht. Hier liegt auch Kohle rum. Der hat auch schon wieder hier was hingekackt, ne? Den Bleistein. Ich glaube, die sind gerade gut am Produzieren. Kann das sein? Hier ist gerade auch wieder was runtergefallen. Schleim. Aus Schleim können wir Algen dann machen. Also, ich meine, das ist ein Werk, was funktionieren kann. Müssen wir noch ein bisschen ausbauen wahrscheinlich, aber es geht. Guck mal, da war da schon wieder was runtergefallen, oder? Ich glaube, der Raum ist gut gesättigt und dadurch mit hier schmutzigem Sauerstoff haben die genug. Aber hier sind Keime dadurch drin, ne? Aber das ist jetzt nicht so wild, oder? Ja, aber wird schon werden. Es ist komisch, dass der Stein, der 6 hat, schneller gebohrt worden ist wie die Tür, ne? So, dann reißen wir die ab. Da ist gerade einer durchgegangen, oder? Noch nicht fertig, dann kann ich den da oben noch nicht zerlegen. Wird auch das schwierig sein. Lass das zerlegen, bringen wir noch mal ab, weil die Tür noch nicht fertig ist. Ach, hier geht's mit dem Zerlegen. Und da können wir auch zerlegen. Das sieht erstmal gut dann aus, oder? Wenn er jetzt hier fertig ist, dann können wir das da auch machen. Ja. Zerlegen. Zerlegen. Die kommen da tatsächlich sogar noch durch. Das ist auch cool. Der ist schon so dick, der muss doch gleich schon wieder kacken, oder? Da hat er gefurzt, jetzt fällt's. Und das war Schleim. Ist nur die Frage, wie lange bleibt der Schleim da, ne? Ah, es wird hier was befüllt. Und da wird jetzt wieder was geholt und es wird da auch reingemacht, oder was? Ha, gereizte Lunge, ich habe es gerade gesehen. Warte, da können wir jetzt auf jeden Fall die Tür hinmachen. Die richtige wieder. Wir müssen den Strom verlängern. Da geht der Strom runter, dann passt das ja. Hier kann die Schleuse auch andersrum gebaut werden dann. So, und dann muss da drunter noch ein Stein. Jeweils. Und hier muss Kabel sein. Leiterkabel kann zerlegt werden. So. Dann haben wir das schon mal soweit. Der ist auch fertig. Das heißt, wir können das hier eigentlich alles unter Wasser setzen, ne? Hier, guck mal, da ist schon wieder was gefallen. Ist jetzt vielleicht nicht verkehrt, das unter Wasser zu haben dann, oder?
Schauen wir mal. Was kommt hier rein? Alle? Ne, alle sollen da nicht rein. Blitzblank. Ach, da kommen die Pufflet-Eier rein. Okay. Und das Pufflet-Ei. Ja, sieht so aus, als ob das die richtigen sind, die da reingemacht werden, ne? Okay, aber ich denke, hier muss einer unbedingt mal warten, ne? Den da rausholen. Aber das passt schon. Der wird ja jetzt hier nicht sterben da dran, ne? Okay, hier wird schon an der Dingens-Tür gearbeitet. Was ist jetzt hier? Ach so, weil der Raum nicht passend ist. Tür ist nicht richtig zu wahrscheinlich und das ist das Problem. Jetzt müsste das verschwinden, hat es auch. Gut, das heißt, den können wir jetzt wieder zerlegen. Den zerlegen wir auch. Passt. Hier fehlt es leider noch. Also den Raum haben wir jetzt für Wasser geklärt, ne? Jetzt müssen wir hier nur Wasser reinkriegen. Keine Ahnung, wie wir das machen. Kann man mir bestimmt in den Kommentaren schreiben. Ich würde sagen, wir machen hier jetzt Pause. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Geht nicht, weil der da oben sitzt wahrscheinlich.